Hallo, heute habe ich einen Liebesroman mitgebracht. An Liebe stirbst du nicht von Charaline d'Albano-Moriannas. Erschienen im Blanvalet Verlag, 192 Seiten, 20 Euro. Sie ist 30 Jahre alt und arbeitet begeistert als Journalistin. Gerade ist sie bei ihrem Freund und zukünftigen Ehemann in ein fantastisches Loft in Paris, angesagtestem Viertel, eingezogen. Am 26. Juni will sie ihn heiraten. Ihre Freunde und die Familie haben sich das Datum in ihre Kalender eingetragen. Alle sind schon sehr aufgeregt. Da ihr Freund sehr viel auf Reisen ist, muss sie sich alleine um die Einrichtung der Wohnung kümmern. Er ist 30 Jahre alt. Mit seiner Frau und einer kleinen Tochter, die noch im Krabbelalter ist, ist er in eine wundervolle Etagenwohnung im gleichen Gebäude eingezogen. Er arbeitet als selbstständiger Consultant und startet beruflich gerade voll durch. An einem Novembertag treffen sie sich zum ersten Mal. Am bogenförmigen Eingangstor. Es regnet, als er den Hof betritt. Bleibt ihr Herz stehen. Als sie auf ihn zukommt, bringt er kein Wort heraus. Die beiden stürzen sich in eine Affäre, die eigentlich keine Chance hat. Eine Amour-fou, die nicht mehr kontrollierbar scheint. Sie warten nur noch darauf, sich zu treffen und können an nichts anderes mehr denken. In Verbindung bleiben sie durch viele SMS und Mails. Ihre Treffen sind voller Leidenschaft. Doch es gelingt nicht immer, die Beziehung im Verborgenen zu halten. Immer wieder müssen sie ihre jeweiligen Partner anlügen. Und sie sind stets in Gefahr aufzufliegen und sich in diesem Lügengeflecht zu verlieren. Außerdem stehen Entscheidungen an. Er ist im Beruf stets geradlinig, doch in der Beziehung gleicht sein Verhältnis einem Zickzacklauf. Und es ist unvermeidlich, dass er eine Entscheidung treffen muss. In Geraldine d'Albano-Moyanas Debütroman wird eine Obsession geschildert, bei der keiner der Beteiligten ungeschoren davonkommen kann. Es existiert ein Feuer, dem er und sie erliegen, dem sie völlig ausgeliefert sind. Sie müssen entscheiden, wie weit wollen sie gehen, für ein Gefühl des Feuers und des Verbrennens. Die Protagonisten in diesem fesselnden Roman haben keine Namen. Sie werden nur in ihrer Funktion bezeichnet. Dadurch sind sie austauschbar. Er, sie, seine Frau, ihr Freund. Alle haben ihren Platz in diesem Gefühlsinferno. Ist eine Liebe, von der man weiß, dass sie vermutlich nicht glücklich werden kann, wert ist alles andere aufs Spiel zu setzen. Dieser Roman hat eine unglaubliche Wucht. Die Autorin erzählt auf nur 192 Seiten eine Geschichte, wie sie täglich geschieht, noch einzigartig ist. Ein Debütroman, der ein grandioses Stück Literatur geschaffen hat. Vielen Dank und nicht vergessen, wir versenden alles portofrei. Einfach anrufen 07251 38 48 00 oder info@braunbart.de oder natürlich unser Webshop braunbart.de. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.